Also die Rinde ist ziemlich glatt. An manchen Stellen sind da so Unebenheiten drin, so Huppeln. Die Wurzeln, die sind irgendwie eher uneben. Ich glaube, da wächst auch Moos, da wächst ja auch Moos drauf. Ja, die hat so eine glatte Rinde. Ja, und diese Narben, die habe ich auch schon mal öfters gesehen. Es geht heute um den Baum des Jahres, die Buche. Nehmt die Augenbinden mal ab und dann gucken wir mal einfach nach oben an den Baum hoch. Boah, das ist ja ziemlich hoch. Ja. Und erst sehr weit oben gehen die Äste aus. Ja, genau. Richtig schön kühl hier, ne? Ja. Nicht so heiß wie draußen in der Sonne. Hallo, ich heiße Stefan, bin Förster und ich liebe Buchenwälder. Hallo, ich bin Clara und ich liebe es, im Wald Abenteuer zu erleben und dabei große Bäume zu erkunden. Hallo, ich bin Simon und ich mag es, mit den Pfadfindern Buchenwälder zu erforschen. Ach, schaut mal, hier kommen wir mal ganz gut an die Blätter ran. So, hier haben wir so ein typisches Buchenblatt, ne? Von der Form her, vorne spitz, leicht behaart, wie ihr seht, ne? Und der Rand ist glatt, leicht gewellt. Und, schmeckt das? Ja. Ja, es hat so eine eigene Note. Probiert mal selber. Leicht nussig. Vielleicht muss man nur länger drauf kauen. Oder Reh oder Hirschhain, dass man es lecker findet. Mensch, ist doch eher bitter. Und immer noch nicht lecker, ne? Warte, könnte gehen. So, guck mal hier. Wir haben uns ja gerade die Blätter von dem Baum angeguckt, ne? Was meint ihr, was braucht so ein Baum denn so zum Wachsen, auch ganz wichtig ist? Wahrscheinlich Wasser. Genau. Ja. Von wo kommt das Wasser? Aus der Erde. Aus der Erde, ne? Und das muss aber nach da oben hin, zu den Blättern. Und die sind hier ziemlich weit oben. Ich kann das hier mit einem Trick jetzt hörbar machen, dass das Wasser von der Wurzel bis zu den Blättern fließt. Das könnt ihr selber auch mal probieren. Hört das irgendwie ganz leicht rauschen. Ganz leise sein. Lass mal da dran. Ja, das klingt so ein bisschen so wie so ein Wasserhahn. Versuch du mal. Ja. Die Wurzeln drücken das Wasser durch winzige Röhren unter der Rinde nach oben. Gleichzeitig verdunstet an den Blättern das Wasser. Dadurch entsteht ein Sogeffekt. So schafft es ein Baum im Jahr, tausende Liter Wasser aus dem Waldboden hoch nach oben ins dichte Kronendach zu transportieren. Am Boden entsteht der Eindruck, dass die Buchen sehr weit auseinander stehen. Stefan entlarvt diesen Trugschluss mit einem Spiegel. Aber bei dem Blick nach oben, das ist auch das, was wir sehen, wenn wir in den Spiegel reingucken. Sehr wenig. Nicht mehr sehr viel. Also nicht mehr sehr viel, ne? Ja, kleine Lücken. Ja. Das bildet so eine Art grünes Dach. Jetzt, wenn wir uns umgucken, außer der Buche, gibt es hier gar nicht so ganz viel anderes, ne? Nee. Nur totes Holz. Genau. Ja. Die Buche ist nämlich bei uns die Chefin im Ring. Also die Baumart, die wirklich hier vorkommt. Die kräftige, die starke, die anderen Bäume ausdunkelt, ne, oder überwächst. Und deshalb haben wir hauptsächlich alte Buchen stehen. Wo sind denn überhaupt die jungen Bäume, Stefan? Das können wir uns da drüben weiter mal angucken. Guck mal, immer da, wo ein alter Baum Platz macht, umfällt oder auch gefällt wird. Ne? Da, wenn man nach oben guckt, da haben wir plötzlich ein Stück blauen Himmel. Und dort, wo Licht am Boden ankommt, da haben auch die jungen Bäume dann eine Chance zu wachsen. Diese junge Buche hat die Chance, groß und alt zu werden.
Ihr reicht das wenige Licht, das auf den Boden fällt. So können die kleinen Buchen über Jahre im Dämmerlicht auf ihre Chance warten. Stefan, sind das hier nicht auch Buchen? Ja, genau. Das sind auch Buchenstämme. Hier wurde Buchenholz gefällt. Und hier haben wir jetzt ein paar bessere davon liegen. Also die unteren Stücke. Hier ist unten die Stammwurzel gewesen des Baumes. Ja, und was wird denn so aus denen gemacht? Auf was für Möbel sitzt ihr denn in der Schule? Was habt ihr für Stühle da? Also wir haben Holzmöbel mit Metall. Ja, genau. Also Holzmöbel, Schulmöbel werden auch aus Buche gemacht. Das ist so eine typische Verwendung dafür. In der Möbelfabrik werden aus dem Buchenholz an einer computergesteuerten Fräse Stühle gefertigt. Denn Buchenholz ist nicht nur gut formbar, sondern auch stabil. So entstehen stapelweise Schulmöbel. In der Bearbeitung kommt der rötliche Schimmer des Holzes zur Geltung. Deswegen wird die Buche auch Rotbuche genannt. Ihr hartes Holz steckt auch in hochwertigen Möbeln zu Hause oder im Büro. Holz, aus dem keine Möbel gemacht werden können, wird zu Brennholz gespalten. Buchenholz steckt aber auch dort, wo man es gar nicht vermutet. Im Übrigen, guck mal, was hier so drin ist. Ein Holz. Ist der auch aus Buche? Dürfte dreimal raten, aus was der ist. Buche. Genau. Gibt ein Holzsortiment, das nennt sich Lolliholz. Da werden eben auch diese Stiele aus Buchen gemacht. So ähnlich wie die, auf denen wir jetzt sitzen. Jetzt kommen wir gleich nochmal in ein Waldstück. Da sieht es ein bisschen geheimnisvoller aus. Da haben wir richtig alte Buchen stehen und das ist wie so ein Märchenwald, sieht das aus. Das wird bestimmt spannend. Genau, ja. Da gehen wir jetzt mal hin. Vorfahren haben in diesen alten Buchenwäldern auch immer was ganz Besonderes gesehen. Für die war das was Mystisches, was Kraft gibt oder Ideen gibt. Und wir haben auch diese Wälder natürlich gerne aufgesucht. So wie ich das auch mache. Ich bin auch so gerne unterwegs und gucke mir solche Sachen eben mit an. Wenn man da rumschaut, erinnert an so eine riesige Kirche oder eine Kathedrale. Ne? Ja. Vielleicht haben unsere Vorfahren sich da auch den... Ja, die Idee geholt, ne? Auch so Kirchen oder große Gebäude so zu bauen. Ja. Das, was ich früher oft mal gemacht habe, einfach mal hingelegt und mal das auf wie wirken lassen, wenn man sich den Baum mal, den Wald mal von unten anguckt. Einfach ein bisschen, wo man Platz hat, nach oben. Auf den Rücken legen. Und wenn man sich die Rinde von dem Baum das anguckt, ne? Die erzählt auch eine Geschichte. Ne? Die hat überall so kleine Narben und so kleine Verletzungen, wenn da mal ein Ast dran runtergefallen ist. Also ist das sowas wie die Lebensgeschichte zum Beispiel, die man sieht? Kann man auf der Rinde des Baumes ablesen, ne? Ob der mal irgendwelche Verletzungen hatte oder... Ich könnte euch einen Baum zeigen, wo sich schon ganz mysteriöse Zeichen auch im Baum haben, die aber vom Menschen gemacht sind. Mhm. Den können wir uns mal angucken. Da haben wir nämlich solche Zeichen drin. Ja, gerne. Die einst glatte Buchenrinde ist übersät mit Schriftzeichen. Zeugnis einer engen Bindung zwischen Mensch und Baum. Nicht jeder Baum im Wald hat einen Namen. Aber diese Baumgruppe, die ist was ganz Besonderes. Die haben einen Namen bekommen. Die heißen sechs Brüderbuchen. Weil sie zusammenstehen wie sechs Geschwister, wie sechs Brüder. Glaube ich noch irgendwo. Da ist noch ein. 19. Weiter kann ich da auch nicht lesen. Also hier sind ganz schön viele, haben sich hier verewigt. Ja. Und ganz schön alt, vor allem, was sie hier schon geschrieben haben.
Und wenn sich zwei Liebende gefunden haben oder zwei Freunde oder wer auch immer, dann haben die sich hier verewigt. Das ist wie so ein Blatt Papier, auf dem man ganz viel draufschreibt. Ja. Das ist hier wie so ein kleiner Raum, in dem ganz viel an den Wänden hochgeschrieben wurde. Angeregt durch die Schriftzeichen auf der Sechs-Brüder-Buche suchen sich Clara und Simon ihre eigene Buche, der sie ein Gesicht geben wollen. Denn jede Buche ist einzigartig. Mit allen Sinnen haben sie die Buche kennengelernt. Buchenblätter probiert und gehört, wie das Wasser in die Baumkronen steigt. Stefan hat ihnen das dichte Kronendach gezeigt und dass junge Buchen wenig, aber etwas Licht brauchen. Buchenholz wird auch als Rohstoff genutzt. Die drei haben den Zauber eines alten Buchenwaldes gespürt und Schriftzeichen entdeckt und ihre ganz eigene Buche gestaltet.